Hallo Internet, hier ist wieder Baconzack für euch und willkommen zu meiner Review von Solo, A Star Wars Story. Ich rede jetzt erstmal spoilerfrei über den Film. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr diese Review bis zu einem gewissen Punkt gucken. Wenn ich dann in den Spoilerbereich gehe, weise ich euch auch nochmal gesondert darauf hin. Hier ist er jetzt also, der neue Star Wars Film und unverhofft schnell, denn auf die letzten Star Wars Filme mussten wir immer ein ganzes Jahr warten bis Weihnachten. Dieser kam jetzt im Mai raus. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der Film jetzt schon direkt rauskommt und das ist eigentlich von vornherein schon kein gutes Zeichen. Das ist wohl mit Abstand der Star Wars Film, auf dem ich mich in meinem gesamten Leben am wenigsten gefreut habe. Mein Hype, der war so bei, ich weiß nicht, minus 85. Und das ist an sich schon mal kein gutes Zeichen. Aber woran lag das? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man vorab zu dem Film einfach extrem viel schlechte Presse gehört hat. Die beiden Regisseure wurden, nachdem das meiste vom Film abgedreht war, nochmal eben von Disney rausgeschmissen und durch wen anders ersetzt. Es gab Gerüchte, dass der Hauptdarsteller überhaupt nicht schauspielern kann und irgendwie einen Schauspielercoach an die Seite beim Dreh gestellt bekommen hat, weil er es alleine irgendwie nicht gebacken gekriegt hat. Und generell ist einfach die Geschichte von Han Solo nichts, was man jetzt wirklich spannend entgegenfiebert. Ich meine, Han Solo ist halt einfach Han Solo. Er ist ein komplett etablierter Charakter, ein sehr geliebter Charakter von den Fans. Und es gibt eigentlich wenig bis gar nichts, was man irgendwie noch bräuchte, um Han Solo noch besser zu finden. Deswegen ist es an sich schon eigentlich eine blöde Idee, einen Film über Han Solo zu machen, weil man damit eher mehr Sachen kaputt machen könnte, als dass man sie besser macht. Das ist Disney aber anscheinend scheißegal gewesen und obwohl niemand danach gefragt hat, haben sie diesen Film trotzdem einfach mal gemacht. Ist mir egal, solche Sachen sind uns egal. Aber gut, okay, solange sie es nicht komplett in die Scheiße reiten, soll es mir recht sein. Solange die Star Wars Filme halt wirklich noch gut sind, die Disney rausbringt jedes Jahr, ist es für mich vollkommen in Ordnung, wenn sie immer wieder einen neuen Star Wars Film rauspumpen. Das Ding ist nur, Han Solo ist jetzt schwierig. Es ist nicht so, dass der Film scheiße wäre. Der Film ist eigentlich objektiv betrachtet total in Ordnung. Es ist aber auch nicht so, dass der Film total geil wäre. Und das ist irgendwie so das große Problem von dem Ding. Dieser gesamte Film ist brutales Mittelmaß. Brutales Mittelmaß. Nein, es ist nicht so eine bescheuerte Nonstop-Beschießung von irgendwelchen stumpfen Witzeleien, wie das bei Episode 8 war. Es ist aber auch keine todernste Scheiße. Es ist ein gesundes Mittelmaß, was den gesamten Ton des Films angeht. Und da reiht sich der Han Solo-Film auch tatsächlich besser in die alte Trilogie ein, als das zum Beispiel jetzt Episode 8 gemacht hat. Und damit bin ich auch vollkommen zufrieden. Und das ist doch total in Ordnung. Nur irgendwie ist alles, was in diesem Film passiert, so belanglos. Die Story erzählt die Geschichte vom jungen Han Solo, der noch kein etablierter Schmuggler ist und gerade erst seine Karriere krumme Dinger zu drehen anfängt. Dabei orientiert sich der Film tatsächlich grob an dem Legends-Kanon, was ich ganz gut finde. Han Solo lebt auf Corellia, dem Planeten, ist ein Waisenkind, hat niemanden, der sich um ihn kümmert, ist bei einer Bande von Ganoven, für die er arbeiten muss, wird dort echt mies behandelt. Er hat ein Love Interest, gespielt von Emilia Clarke, die tatsächlich echt gut in dem Film rüberkommt. Wobei man sagen muss, für mich könnte sie fast alles spielen, ich würde sie immer gut finden. Ich bin Fan. Die beiden wollen gemeinsam von Corellia fliehen, dem Griff ihrer Unterjocher und ihrer gemeinen Ganovenbande entfliehen. Und natürlich geht das schief. Die beiden verlieren sich aus den Augen. Han Solo tritt dem Imperium bei, ist nicht lange dort, weil er rausgeschmissen wird und trifft kurz darauf Chewbacca, bei dem er dann eine Lebensschuld hat. Und das ist in groben Zügen auch tatsächlich das, was im Legends passiert ist. Und hier haben wir wieder ein schönes Beispiel davon, dass nur weil etwas erstmal von Disney für Non-Kanon erklärt wurde,
es nicht später in irgendeiner Art und Weise oder Form wieder in das neue Universum zurückintegriert wird. Und das ist tatsächlich schön zu sehen. Aber, und das ist ein großes Aber, die Art und Weise, wie das erzählt wird, die Art und Weise, was dann wirklich in den Details erzählt wird, wie Han auf Chewie trifft, wie Han Solo seinen Namen Solo erhält, total bescheuert, wie er die Millennium Falcon das erste Mal sieht und so weiter und so fort. Das ist einfach alles nicht gut erzählt. Es gibt manche Dinge, die muss man nicht erklären. Es gibt manche Dinge, die sollte man auch einfach nicht erklären, weil ein gewisser Zauber davon ausgeht, dass man eben nicht alles über eine Figur weiß. Dass man sich eben selber als Leser oder als Fan Freiraum lassen kann für Interpretationen, für irgendwelche Vorstellungen, wie das vielleicht gewesen sein könnte. Und wenn man das Ganze dann irgendwann erzählt und Nägel mit Köpfen macht und das einfach nicht besonders spektakulär erzählt, dann beraubt man so einer Figur einfach sehr viel von ihrem Zauber. Und genau das ist hier leider bei Solo mit Han Solo passiert. Den gesamten Film über stellt sich irgendwie nie so das richtige Star Wars Feeling ein. Diese Epicness, die man von Star Wars als Fan kennt, die kam bei mir irgendwie die ganze Zeit nie so auf. Alles, was da passiert, plätschert da irgendwie so vor sich hin und ist an sich okay, aber nicht geil. Und das ist halt echt nicht schön. Man ist halt als Fan einfach andere Sachen gewohnt. Und ich finde, man merkt genau dann, dass der Film Probleme hat, wenn eine Nebenfigur, nämlich Lando, Han Solo, der eigentlichen Hauptperson, ständig die Schau stehlt. Um dem Schauspieler, der mit dem jungen Han Solo besetzt wurde, Aiden Ehrenreich, ich finde den Namen total schwierig auszusprechen, gab es vorher eine kleine Kontroverse, weil viele Leute gesagt haben, der sieht ja jetzt gar nicht aus wie Han Solo. Können die nicht Harrison Ford einfach jung schminken? Nein, hätten sie nicht. Wäre eine blöde Idee gewesen. Aber darum geht's gerade nicht. der Typ sieht einfach nicht so richtig aus wie Han Solo. Ich muss sagen, er ist wirklich stets bemüht. Einige Charakteristika von Han Solo, sein arrogantes Gehabe, seine dreisten Lügen, das zu übernehmen. Aber irgendwie springt der Funke nicht so richtig über. Sie haben da wirklich möglichst versucht, Han Solo bzw. Harrison Ford zu kopieren. Sie haben sogar einen deutschen Synchronsprecher gefunden, der dem alten sehr ähnlich ist. Und dafür Lob und Anerkennung, dass das Lokalisierungsteam das so gemacht hat. Da hat sich wirklich einer Gedanken gemacht. Aber alles in allem, die Figur funktioniert zwar in dem Film als jemand, der Han Solo heißt, es ist aber einfach nicht mein Han Solo. Egal wie sehr ich es versucht habe, ich konnte in dieser Person nicht Harrison Ford sehen. Das hat bei mir einfach nicht funktioniert. Und wenn ich das als riesiger Doctor Who-Fan sage, einer Serie, bei dem der Hauptdarsteller alle paar Staffeln durch einen komplett anderen Schauspieler ersetzt wird und zum Teil auch sein Geschlecht verändert und es da für mich funktioniert, dann will das schon echt was heißen, Mann. Und wirklich, im starken Kontrast dazu steht Daniel Glover, der hier als der junge Lando Calrissian besetzt wurde. Und dem kaufe ich das zu 100% ab. Das ist wirklich so Lando, wie ich ihn mir als jungen Burschen vorgestellt habe. Und er kommt einfach wirklich richtig gut rüber. Außerdem war ich schon immer ein sehr großer Fan von Lando. Es ist noch jemand hier, der dir etwas dazu sagen will. Versau das nicht, Mann. Sei nicht dumm. Lando hat recht. Billy Dee. Lando ist in diesem Film wirklich so gut, dass ich mir eigentlich die ganze Zeit gewünscht hätte, mehr von ihm zu sehen und nicht von Han Solo. Die hätten den Film so viel besser machen können, wenn sie es einfach Lando A Star Wars Story genannt hätten, bei dem Han Solo einen Cameo-Auftritt hat und nicht umgekehrt. Ich glaube, das wäre einfach die richtigere Herangehensweise gewesen. Und das Zusammenspiel zwischen Han Solo und Lando funktioniert in dem Film eigentlich ganz gut stellenweise. Es gibt manche Momente oder manche Szenen, da kann man wirklich so die Rivalität in der Zukunft schon so ein bisschen erahnen oder man fühlt sich schon so ein bisschen daran erinnert.
Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber auch hier hätte man einfach viel mehr rausholen können. Ich finde, der gesamte Film ist eine einzig große verpasste Chance. Weil, ganz ehrlich, die füttern uns hier mit Infos, die zwar irgendwo ganz nice to have sind, zum Beispiel zu sehen, wie der Millennium Falke früher aussah, als er eben noch nicht Schrott war. Hilfe, die Mühle ist ja nur Schrott. Die Mühle macht 1,5-fache Lichtgeschwindigkeit. Sondern als er wirklich noch ein schmuckes Schiff war und neu und auch noch ein paar Extras drinne eingebaut hatte, die er später nicht mehr hat. Ihr steht auf Extras, die ihr aus den alten Filmen nicht kanntet? Dann zieht euch mal das hier rein! Aber sind das wirklich die Infos, die ich als Fan haben wollte? Sind das die Infos, die ich als Fan gebraucht habe, um Han Solo besser zu verstehen? Um Han Solo cooler zu finden? Ich glaube nicht. Nee, alles in allem kriege ich Informationen, die total trivial sind, die mich eigentlich auch überhaupt nicht interessieren, die meine Star Wars-Erfahrung in keinster Weise irgendwie besser machen. Und die Dinge, die cool gewesen wären zu sehen, die werden einfach ausgelassen. Aber dazu gleich mehr im Spoilerbereich. Alles in allem wird hier einfach ganz deutlich klar, dass sie sich bewusst Informationen zurückgehalten haben bzw. aufgespart haben für den Fall, dass sie noch einen Han Solo Film Teil 2 und einen Han Solo Film Teil 3 machen wollen. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ich weiß, Hollywood funktioniert heutzutage einfach so, aber das ist einfach richtig schlimm. Das ist ein... Dadurch geht so viel verloren. Dafür wird das Potenzial sowas von nicht ausgereizt. Und ich will einfach nicht noch einen zweiten und einen dritten Han Solo-Film sehen. Warum macht man nicht einfach mit einem Han Solo-Film, erzählt die Geschichte, die es zu erzählen gibt, und dann ist gut. Nein, Hollywood oder Disney ist ja komplett im Sequel-Wahn und möchte einfach immer noch mehr Filme rausdrücken. Und das merkt man wirklich brutal. Und das ist so das große Ding, was mich wirklich an dem Film stört. Gar nicht der Film selbst, weil der ist okay. Der ist jetzt nicht wirklich geil. Der ist jetzt aber auch nicht kacke. Der ist einfach nur okay. Und das stört mich gar nicht so sehr, sondern das, was um den Film drumherum passiert. Das, was Disney mit der Marke Star Wars gerade macht. Das finde ich echt nicht cool. Und ja, der Film ist jetzt halt da. Das zählt jetzt so zum Kanon. Es stört halt keinen, wenn der da ist. Ist aber auch nicht cool, dass er da ist. Ist ja der Film, der ist einfach nur wie so eine total creepige Katze, die da sitzt auf der Veranda und euch anstarrt. Und ihr wisst nicht, warum. Sie starrt euch einfach nur an und ihr wisst nicht, wieso. Und so wie ich weiß, was passiert, wenn ich einer Katze einen Thunfisch vor die Nase werfe, weiß ich eigentlich auch, wo sich die gesamte Story von dem Star Wars Han Solo Film hin entwickelt. Es sind eigentlich keine wirklichen Überraschungen da drin. Es ist alles auf einem gewissen Level vorhersehbar, was passiert, aber auch nicht zu offensichtlich. Es ist wirklich filmische Standardkost, was dieser Film macht. Der einzige wirklich große Pluspunkt, den der Film hat, ist, dass er einfach im Star Wars Universum spielt und das Star Wars Universum, die Galaxie, die weit, weit entfernt ist, die ist auch wirklich gut dargestellt, so wie man das auch einfach von Disney jetzt erwarten würde. Da sind keine Stilbrüche oder irgendwie sowas drin. Das ist alles in Ordnung, das ist alles rund, passt in die Ära vor Episode 4 gut rein und ist alles gut. Und da der gesamte Film so bemerkenswert belanglos ist, gibt es auch tatsächlich keine Sachen, die ich da jetzt großartig noch loben kann oder mich großartig drüber aufregen kann. Und deswegen kommen wir jetzt schon mal zur Bewertung. Der Film ist tatsächlich besser als gedacht. Vorher gab es nur schlimme Presse. Alle haben den Film vorab schon brutal abgeschrieben. Mittlerweile würde ich sogar Disney fast unterstellen, dass sie das so ein bisschen selbst gestreut haben, denn jede Presse ist gute Presse und die Leute ein bisschen
wieder runterzuholen auf den Boden der Tatsachen, kann ja vielleicht für die und die Akzeptanz dann später von den Fans ganz zuträglich sein. Aber gut, das ist jetzt nur Spekulation von mir. Auf jeden Fall ist er nicht so kacke, wie viele vorher vermutet haben. Er macht einige Sachen ganz in Ordnung. Er ist ganz solide. Einige Sachen sind halt nicht so prall. Aber das ist halt einfach nur so richtig 0815 Actionfilm, Abenteuergedöns, was man so schon eine Milliarde Mal im Kino und in anderen Medien gesehen hat. Das ist einfach nichts Besonderes. Dieser Film ist bemerkenswert, unbemerkenswert und hat als einzigen großen Pluspunkt, dass er im Star Wars-Universum spielt. Ansonsten würde sich, glaube ich, kein Schwein für diesen Film interessieren. Und selbst obwohl er im Star Wars-Universum spielt, gibt es nicht wieder Leute, die sich wirklich für diesen Film interessieren. Lando Calrissian ist nochmal wirklich ein Aushängeschild. Der rockt richtig in dem Film. Das ist aber echt schade, dass man dann den doch so anteilsmäßig wenig sieht. Sie hätten das Ganze einfach drehen sollen. Sie hätten einen Lando-Film machen sollen, bei dem Han Solo eine Cameo macht. Und nicht umgekehrt. Dann wäre da, glaube ich, was deutlich Besseres bei rumgekommen. Und sie hätten auch einfach nicht so ein bisschen das Vermächtnis von Han Solo zerstört. Es ist jetzt nicht so, dass er wirklich komplette Sachen macht, die komplett out of character sind und die ihn irgendwie komplett anders darstellen. So ist es nicht. Nur durch bestimmte Sachen, die einfach unspektakulär erzählt werden, nimmt das irgendwie so ein bisschen den Zauber von der Figur Han Solo. So, manche Sachen muss man nicht erklären, 2 Stunden lang, bis ins kleinste Detail. Und das hätte wirklich nicht sein müssen. Also, solltet ihr euch Solo als Star Wars Story im Kino ansehen? Vielleicht. Also, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt. Der Film ist nicht besonders kacke, er ist aber auch nicht besonders gut. Man kann ihn sich einmal angucken, ist okay. Aber das Ding ist, man wird ihn sich wahrscheinlich nie wieder angucken, weil er einfach so belanglos ist. Ich sag das als Mensch, der jeden Star Wars Film mindestens 5-mal gesehen hat, bis auf Episode 8. Und ich habe im Moment wirklich kein Bedürfnis, diesen Film nochmal zu sehen. Nicht, weil er kacke ist oder wegen anderen Sachen. Nö, es ist einfach so, es juckt mich überhaupt nicht, wisst ihr. Und das ist einfach schade. Aber gut, der Film ist jetzt da. Müssen wir mit leben. Ist passiert. Una puta solo? Zombie chale, cespo cututa, trista cranco. So, Spoiler. Überrascht glaube ich keinen, aber natürlich macht Han in diesem Film den Kesselflug in weniger als 12 Parsec. Ein schnelles Schiff? Haben Sie noch nie vom rasenden Falken gehört? Sollte ich das? Das Schiff machte den Korsalflug in weniger als 12 Parsec. Und fast allein an dieser Szene kann man, glaube ich, festmachen, was mir bei dem Film nicht gefällt oder wo ich einfach verschenktes Potenzial sehe oder es nicht anständig umgesetzt sehe. Denn diese Äußerung von Han in Episode 4 klingt nach was total Beeindruckendem, was total Halsbrecherischem. Aber wir als Zuschauer wissen gar nicht, von was der da eigentlich quatscht. Wir wissen halt einfach nur, dass Han deswegen, weil er das gemacht hat, echt ein harter Hund ist. Und so wie die das gezeigt haben, macht das diese gesamte Szene jetzt einfach, ich weiß nicht, auch völlig unspektakulär. Ich meine, vorher wussten wir nicht, was denn dieser Kesselflug ist, was Han gemacht hat, weswegen Han seinen krassen Ruf hat. Aber anscheinend ist das ja eine krasse Leistung. Und dann sehen wir jetzt in dem Film, wie er einfach nur rein zufällig ein bisschen Nitro in seinen Treibstoff kippt und dann einfach mal geradeaus wohin fliegt. Und das ist doch in keinster Weise irgendwie etwas, was seinen Skill als krassen Piloten oder irgendwie sowas darstellt. Nö, der hat einfach quasi nur Doping für das Raumschiff benutzt und ist geradeaus geflogen. Wow, und das soll jetzt eine krasse Leistung sein? Ich meine, kann ich so akzeptieren, dass das so war, aber das beraubt der Figur einfach so ein bisschen ihren Charme und ja, ihren Mystizismus. Das ist einfach kaputt erklärt worden. Und das ist nicht cool.
Und wisst ihr noch, was ich in meiner Review zu Episode 8 gesagt oder zumindest eingeblendet habe? Zuvor bei Nerdkalyps. Gut, okay, sie haben später die goldenen Würfel drin. Das sind die Dinger aus dem Millennium-Falken. Wenn man ganz genau hinguckt, konnte man die auch schon in Episode 4 sehen. In Episode 5 und 6 war das Bild meistens so abgeschnitten, dass man sie dann nicht mehr gesehen hat. Und tja, hatte ich recht, ne? Es ist schon fast peinlich, wie oft und offensichtlich immer diese scheiß goldenen Würfel eingeblendet werden, weil es nämlich genau so ist. Die haben sie in Episode 8 nur nochmal aus der Versenkung geholt, damit sie sie jetzt im Han Solo-Film benutzen können. Und damit einige Leute einfach nur so sagen können, boah, das ist ja voll das Easter Egg, das ist ja total gut durchdacht hier alles. Wow. Aber das ist es halt nicht so wirklich. Denn anstelle davon, dass sie wirklich coole Easter Eggs einbauen, mit Dingen, die man aus den alten Filmen wirklich gut kennt und es eine Überraschung ist, dass man die da vielleicht so sieht, ziehen sie sich im Prinzip einfach mit Vorbereitung selber ein eigenes Easter Egg aus dem Arsch heraus, nur um es dann in den Film zu hängen. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ich meine, ja klar, kann man so machen, aber ich finde, wenn das so krass offensichtlich ist, dann macht mir das als Zuschauer einfach keinen Spaß. Ich verstehe einfach nicht, warum man sich da nicht anderen Dingen bedient hätte. Ich habe ja gesagt, der Film verschwendet Potenzial und der Film erzählt nicht all das, was er hätte erzählen sollen oder müssen. Was ich zum Beispiel als eine krass verpasste Chance ansehe, ist Greedo. Sie hätten doch einfach Greedo schon irgendwie in dieses gesamte Treibstoff, Clown, hin und her, Gemetzel, Heist, Banditenfilm, was auch immer, hätten sie ihn doch irgendwo einbauen können. Und wenn Greedo nur irgendwie Mitglied einer feindlichen Bande gewesen wäre, die auch hinter diesem Treibstoff her sind, hätte ja gereicht. Hätte man aber da schon Substanz gehabt, um später verstehen zu können, warum Greedo und Han sich in Episode 4 nicht leiden können und warum vielleicht Han Greedo auch direkt erschießt. Das hätte man da einfach schon einbauen können. Das hätte das Ganze einfach runder und interessanter gemacht. Aber das haben die mit Absicht nicht gemacht, um sich das noch für weitere Han Solo-Filme aufzusparen. Das ist halt krass offensichtlich. Genauso wie Jabba, der wurde mal ansatzweise erwähnt. Es wurde gesagt, auf Tatooine gibt es einen großen Gangsterboss und das Huttenkartell gibt es. Und mit denen könnte man ja Geschäfte machen. Und natürlich ist da die Rede von Jabba. Aber das hätte man noch schon irgendwie einbauen können. Aber nein, das möchte man sich aufheben. Und das finde ich einfach schwach. Wirklich schwach. Aber nicht alles ist schlecht. Ausgleichende Gerechtigkeit für diesen Film. Es gibt nämlich tatsächlich auch ein paar Dinge, die relativ cool sind, dass die einfach so in dem Film sind. Der hat nämlich wirklich viele Easter Eggs gehabt. Zum einen sind es solche Kleinigkeiten wie, dass Han in einer Szene sagt, ich habe ein ganz großartiges Gefühl bei dieser Sache. Denn wer sich mit Star Wars auskennt, der weiß, dass normalerweise immer Folgendes bei Star Wars gesagt wird. Very bad feeling about this. I got a bad feeling about this. I don't know. I have a bad feeling about this. I have a really bad feeling about this. I got a bad feeling about this. Und das sind eigentlich gute Easter Eggs. So muss das funktionieren. Was ich auch ganz lustig fand, war der Imperiale Marsch. Ihr kennt es alle, das Lied. Bei der Registrierungs- oder der Einschreibungsstelle, was auch immer, wie man das nennen möchte, wo Han halt hingeht und sich von dem Imperium rekrutieren lässt, hört man halt tatsächlich so quasi als Werbefilm das Lied vom Imperium halt im Hintergrund spielen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass anscheinend das Imperium in Star Wars selber das auch so als ihre Slogan-Musik benutzt. Also das ist eine ganz nette Idee eigentlich und hätte ich so nicht erwartet. Aber auch hier ist ein Punkt, wo ich mir einfach nur an den Kopf gepackt habe. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Ich meine, Han Solo ist Han Solo. Hat irgendjemand irgendwann mal daran gezweifelt oder daran gedacht, dass der Name Solo etwas Wichtiges oder Interessantes sein könnte? Eigentlich nicht. Der heißt halt Han Solo und gut ist. Und anstelle davon, dass sie es einfach so belassen oder ihm eine wichtige Bedeutung geben, bekommt Han seinen Namen einfach von einem gelangweilten Beamten, der einfach keinen Fick gibt auf irgendwas und seinen Papierkram und sagt, yo, du heißt jetzt Solo. Und Han als braves Mitglied des Systems behält diesen Namen auch bis in alle Zeiten.
Wer war denn da besoffen? Ganz ehrlich. Also, wer hat denn das geschrieben und dachte sich so, ja, das ist ein kritisches Plot-Device, das sollte ich einbauen, das wird super ankommen. Das ist wirklich so das Ding, das ist eine Information, nach der hat niemand gefragt, auch wirklich niemand. Aber Disney hat sie euch trotzdem gegeben und Hahn damit nur noch schlechter gemacht. Also wirklich, das ist eine 6 Sätzen, so macht man's nicht. Wo ich aber wirklich eine Lanze für die brechen muss und was sie wirklich gut gemacht haben, ist das Detail, dass Hahn in diesem Film nach fast guten 20 Jahren endlich wieder zuerst geschossen hat. Hahn shot first. Danke. Jedem langjährigen Star Wars-Fan sollte der Satz Hahn shot first ein Begriff sein, denn es ist der Punkt vieler Kontroversen, viele Jahre lang bei allen möglichen Star Wars-Fans. Da ist ein wenig versinnbildlich dafür steht, was George Lucas alles mit seinen Nachbearbeitungswahn bei der originalen Trilogie falsch gemacht hat. Denn da hat er es ja einfach so abgeändert, dass Hahn, der vorher ganz klar Greedo zuerst erschossen hat, auf einmal sehr seltsam mit seinem Hals ausweicht und auf einmal nicht mehr zuerst schießt, was einfach nur merkwürdig ist und scheiße aussieht und komplett lächerlich ist. Und das eigentlich schon ein Anzeichen hätte dafür sein sollen, dass George Lucas langsam so ein bisschen am Rad dreht, was seine Nachbearbeitung angeht. Dem ist sich Disney aber bewusst und genau deswegen haben sie die Szene, so wie sie später im Film drin ist, auch genauso reingepackt. Und das war, das muss ich dem Film lassen, wirklich schon für mich als Fan eine gewisse Genugtuung, einfach mal zu sehen, wie Hahn endlich wieder zuerst schießt. Weil es auch einfach Sinn ergibt, wenn ein Typ mit einer Knarre auf dich zielt, der dich abknallen will, dass du ihn zuerst erschießt einfach. Ja. Dann wäre da noch Beckets Verkleidung, die er trägt, als sie auf Kessel sind, um sich in die Mine einzuschleichen. Das ist 1:1 das Outfit, was Lando später in Episode 6 trägt, wenn sie sich in den Palast von Jabba einschleichen, um Hahn zu retten. Relativ am Anfang des Films wird doch irgendwann Bosk erwähnt, als Kopfgeldjäger, dass man doch ihn hätte für diese Mission nehmen können. Und Bosk ist einer der Kopfgeldjäger, die Darth Vader anheuert, um Luke und die anderen zu finden in Episode 5. Und das ist dieser Reptilientyp. Hat zwar in dem Film kläglich versagt, aber immerhin hat er es auch als spielbarer Charakter in Battlefront 2 geschafft. Und ja, warum nicht? Ist doch nett, dass sie den einfach mal nebenher erwähnen. Und dann bei diesem Typen, bei diesem Bösewichten, diesem Gangsterboss im Büro. Scheiße, wie hieß denn der jetzt nochmal? Seht ihr, ich weiß gar nicht mal den Namen mehr von dem Typen. Auf jeden Fall hat Paul Bettany den gespielt, also Vision aus Avengers. Alter, keine Ahnung, wie der hieß. Das zeigt eigentlich schon, wie trivial diese Informationen in diesem Film waren. Aber gut, in dem Büro von dem geht es ja später ziemlich zur Sache. Und er hat ja diese Messer, diese Dolche, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, diese Vibro-Klingen. Und das ist dieselbe Technik, die auch die Praetorian Guards in Episode 8 im Thronraum von Snoke benutzt haben. Und da hast du ein bisschen die Verbindung, auch ein ganz nettes Detail, dass da einfach dieselbe Technik benutzt wird. Und wenn man darauf achtet, dann kann man im Hintergrund in diesem Büro eine mandalorianische Rüstung sehen. Der bekannteste Träger einer mandalorianischen Rüstung ist Boba Fett. Das heißt jetzt nicht, dass das die Rüstung von Boba Fett war. Nein, Boba Fett ist ein Mandalorianer und der kommt von Mandalore. Und auf Mandalore tragen die halt als Kampfrüstung solche Rüstungen. Und da stand halt irgend so eine rum. Ist auch ein nettes Detail, dass man einfach die Mandalorianer da wieder so ein bisschen mit einführt. Und mit das kurioseste Easter Egg in dem gesamten Film war die Erwähnung von Teras Kasi. Teras Kasi ist so eine Art Weltraum-Star-Wars-Karate-Judo-Taekwondo. Also irgendwie so eine krasse Kampfsportart, die man halt in Star Wars im Universum da erlernen kann. Und Kira kann das tatsächlich und sie erwähnt, dass sie Teras Kasi benutzt hat. Warum ist das lustig? Weil es ein sehr, sehr, sehr schrottiges PS1-Spiel Masters of Teras Kasi gibt. Und das ist wirklich sehr kurios, dass sie das wieder mit eingeführt haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass 85% der Leute, die den Film gesehen haben, dieses Easter Egg nicht verstanden haben. Aber ich saß da und habe einfach nur dumm gegrinst. Aber das Beste kommt immer zum Schluss, so auch das coolste Easter Egg. Das war wohl definitiv Darth Maul. Ich habe definitiv nicht kommen sehen, dass fucking Darth Maul in diesem Film ist. Nur Kinogängern
wird Darth Maul wohl als der unspektakulärste und blödste Gegner, mit Ausnahme von dem Supreme Leader Snoke, im Gedächtnis geblieben sein, den Star Wars jemals hatte. Aber tatsächlich ist Darth Maul über die Jahre hinweg nach Episode 1 in den anderen Medien, die von Star Wars bedient wurden, also Videospiele, Comics und Bücher, TV-Serien und so weiter und so fort, da ist Darth Maul tatsächlich so einem richtig krassen Fan-Liebling geworden, weil er da extrem viel Screentime bekommen hat. Und ja, er war tatsächlich nach Episode 1 nicht tot, das wird in den Filmen nicht erwähnt. Wenn man Clone Wars geguckt hat, die Animationsserie, dann weiß man das. Er ist auch in Star Wars Rebels zum Schluss nochmal aufgetreten, ist dann, Spoiler-Alarm im Spoiler-Bereich, wurde aber auch dort am Ende noch einmal auf Tatooine von Obi-Wan getötet. Also mittlerweile ist er nicht mehr im Leben. Aber ich hätte das echt nicht gedacht, dass die Darth Maul in den Film packen. Und ich glaube, für viele 0815 Erfolgsfans von Star Wars, sage ich jetzt mal, würde es bestimmt noch eine Überraschung gewesen sein, Darth Maul da sitzen zu sehen. Ich finde es einfach cool, dass sie sich jetzt damit wieder mal stärker auf die Animationsserien beziehen und auch wirklich zeigen, dass das relevant ist und dass das Kanon ist und dass man das nicht als richtiger Fan einfach ignorieren kann. Das finde ich schon echt ganz cool. Und es ist halt krass offensichtlich, dass sie Darth Maul als Schurke für den zweiten und dritten Han Solo-Film jetzt irgendwie geplant haben. Wobei Han eigentlich mit ihm nie wirklich in Kontakt kommen kann, weil in Episode 4 sagt er ja, dass er nicht an die Macht glaubt und so weiter. Und hätte er Darth Maul getroffen, da könnt ihr euch sicher sein, dass er an die Macht glauben würde und Schiss davor hätte. Vielleicht sehen wir Maul ja sogar nochmal in einem Film auf Datumir. Dieser Planet wurde zusammen mit Scarif nämlich auch in dem Film einfach mal erwähnt. Und Datumir ist seine Heimatwelt. Da gibt es den Orden der Nachtschwestern. Das sind so, ja, Hexen im Star Wars-Universum, die Sith-Alchemie beherrschen und so weiter und so fort. Also quasi Machtmagie. Total abgespacedes Konzept. Und wäre cool, wenn die das da vielleicht echt nochmal einbauen. Ich bin nämlich tatsächlich auch immer ein großer Darth Maul-Fan gewesen als Kind. Immer wenn es mir möglich war, bin ich als kleines, fettes, 10-jähriges Kind mit meinem Darth Maul-Pullover in die Schule gegangen. Man könnte sagen, ich war das deutsche Star Wars-Kid. Das erklärt meiner Meinung nach auch glaubhaft, warum Kira am Ende vom Han Solo-Film jetzt nicht mit Han mitgegangen ist. Denn wenn man als normaler Mensch weiß, was ein Sith kann und man als normaler Mensch weiß, was ein Sith macht, wenn man ihm ans Bein pisst, dann wird man als normaler Mensch den Teufel tun und nicht einem Sith ans Bein pissen. Denn das ist genau das, was Kira da gemacht hat. Für mich vollkommen verständlich, dass sie sagt, Han, du musst ohne mich gehen, ich muss das jetzt managen, weil sonst habe ich einen echt angepissten Sith-Lord an meinem Arsch hängen, der mich töten möchte. Und ja, es hätte schlechtere Wege und Mittel gegeben, das zu lösen, dass sie nicht mit ihm mitgeht. Aber hey, muss ich sagen, haben sie hier ganz gut gemacht. Und ja, wie gesagt, alles in allem, der Film macht Dinge richtig, der Film macht Dinge falsch. Alles in allem ist ja trivial. Meine Freundin ist im Kino kurz eingeschlafen. Ich glaube, das sagt alles, was man über diesen Film sagen kann. Ja, jetzt interessiert es mich aber, wie fandet ihr den Film? Wart ihr krass enttäuscht? War er dann doch viel besser, als ihr es erwartet hättet? Oder seht ihr das eigentlich genauso wie ich? Hätte man da noch mehr rausholen können? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich freue mich wie immer, alle eure Sachen zu lesen und werde auch versuchen, auf jeden einzelnen Kommentar zu antworten. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt über ein Like nach, über ein Abo, teilt das Video, das hilft mir am meisten bei meinem Rise to Internet Domination. Und ja, bis zum nächsten Mal sage ich Tschö, Mene, und hauen Sie Bounce.